Oh Mann, ey. Floodgate dreimal gleich No Invoke. Ja, aber warum? Wenn du das Deck spielst wie der Gegner, dann musst du eigentlich Invocation drin haben. Already Mo. Mit Grit. Aha. Overflow! Ich hab einen Fehler gemacht. Ich hab gemisplayed. Ich hab meine gute Karte in die Mitte geschlagen. Regel Nummer 1. Niemals die beste Karte in die Mitte hauen. Never ever. Ja, never ever. Warte mal, Aroma? Aroma-Oma? Actually, yes. Kein Angriff? Okay. Weird Champ. GG. GG. So schnell kann's gehen. Nerfed Deck, by the way. Ja, Leute, dieses Deck ist genervt. Dieses Deck ist leider nicht mehr so gut wie früher. Muss man sagen. Es ist nicht mehr so gut wie früher. Oh, shit. Oh, shit. Majoran. Okay, gewonnen habe ich noch nicht. Gewonnen habe ich noch nicht, aber du hast jetzt auch nur noch eine Handkarte. Was ist jetzt Worst Case, was passieren kann? Trockene Winde, ne? Trockene Windel hätte ich schon was gesagt. Trockene Winde, so. So, jetzt Worst Case, was passieren kann. Mit einer Handkarte. Eine Handkarte macht ja nichts. Eine Handkarte ist ja... Whatever. Juckt mich ja nicht. Ne? Yay! Amokdrache. Auf geht's. Ab in die nächste Runde, Habibi. Brauche ich den Chor? Ich brauche den Chor nicht, ne? Kann mir eh nichts raussearchen. Oh, sheesh! GG. Major Ram! Kekona. Kekona! Ja, das ist das Cyberdrachendeck, Leute. Das ist das Cyberdrachendeck. Stumpf wie immer. Aber es funktioniert. Es funktionobelt, okay? Dumme Frage, aber was bis jetzt dein Fusionsskill gebracht? Literally nichts. Literally nichts, weil bisher war meine Fusionskarte immer auf meiner Starthand oder ich konnte sie searchen. Aber was, wenn ich sie mal nicht auf der Starthand habe? Sie gibt dann nochmal diverses Combo-Potenzial, gerade auch für One-Hit-KOs, ja? Also es geht in der Theorie. Es geht in der Theorie, okay? Ja. In der Theorie, wohlgemerkt. Das ist die Liste. Aber du hast recht, du hast es gut beobachtet. Bis jetzt habe ich den Skill kein einziges Mal benutzt. Genau. Vielleicht sollten wir noch umsteigen auf Beatdown. Beatdown. Theorie ist leider keine Praxis. Da sagst du was.
das ist eine coole Kombo. Und es gibt, gibt's nicht auch einen Cyberdrachen Level 5 Exit-Monster? Cyberdragon, doch, hier. Mehrere sogar. Cyberdrache Infinity. 3 Stufe 6 Lichtmaschinenmonster. Cyberdrache Nova gibt's auch noch. Cyberdrache Herz. Cyberdrache Nexta. Chimera Tech Fortress Dragon. Cyber Eternity Dragon. What the hell? Cyber Eternity Dragon? Chimera Tech Mega Fleet Dragon. Hallo? Was sind das für Karten? Was sind das für Karten? Super Strident Blaze. Cyber Rev System. Cyber Emergency. What the hell? Du kannst Infinity auf Nova drüberlegen. Der hat den Omni-Negate und kann ein Monster einsaugen und Nova kann wiederbeleben. Ja, ich lese es gerade. Ist schon ziemlich strong. Das ist schon ziemlich strong. Uiuiuiui. Was ebenfalls sehr strong ist, ist der Play meines Gegners gerade. Nadia und... Theoretisch hätte mein Fusionsskill mir jetzt was bringen können. Aber da ich wusste, dass ich Overflow ziehe, wollte ich das nicht machen. Schwierig. Ja, dann auf Eternal. Was hält dich davon ab? Geld, I guess? Nee, du brauchst ja nur die Hüllen. Alucard. Monster, die deinen Gegner kontrolliert, können keine offenen Geistertrickkarten. Du kannst eine von dieser Karte abhängen. Ich lass sie mal machen. Ja. Dann aktiviere ich Overflow. Banish. Destroy.
Ach, ich krieg den Effekt dann nicht mehr. Ah ja, okay. Die wird ja dann nicht mehr zerstört. Hm. Jetzt kann er aber Berserkion rufen, ne? Oder auch nicht. Was für Cyclone. Cyberdrache 4. Bringt mir aber nichts, ne? Ne. Berserkion. Double Pop. Ne, bringt mir nichts. Scheibenkleister. Und er hat sogar... Was? Das Deck spielt Handtraps? Welche Handtraps spielt denn das Deck? Hä? Welche Handtraps spielt denn das Deck? Schöpfer? Raigeki? Oh Gott, Raigeki. Ich spüre den Raigeki-Chat. Ich spüre den Raigeki. Gib mir Raigeki. Berserkion, Double Pop. Und, oder Wiedergeburt. Wiedergeburt ist auch fein. Wiedergeburt wäre auch fein. Wiedergeburt wäre auch fein. Kannst du bitte noch die Karte aktivieren? Mäh. Mäh. Langweilig. Wahrscheinlich war es eine der fallen Karten. Magischer Zylinder oder so. Wahrscheinlich magischer. Also ich glaube, es war magischer Zylinder. Gehe ich mal von aus. Schöpfer ist so ein underrateder Skill. Ich finde den eigentlich auch ganz cool. Ich finde den eigentlich auch ganz nice. Ach, der hat echt Kite-Roid gespielt. Spielt man doch nicht in der Liste, oder? Hätte auch Spielkraft sein können. Wait. Da kann immer noch Breaker rauskommen. Da kann immer noch Breaker rauskommen. Okay. Hey, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da Breaker rauskommen kann. Also so mächtig finde ich den jetzt nicht, als dass ich den mit einem Skill auf meine Hand will. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Cyberdrachen machen verrückte Sachen. Die neuen Destiny Heroes sind aber auch ziemlich geil. Die neuen Destiny Heroes mit Clock of Destiny. Die sind auch richtig, richtig Premium. Die müssen wir auch definitiv spielen. Destiny Hero! Der Gegner hat nicht mehr so Lust. Okay, der Gegner hat nicht mehr so Lust. Hallo! Postchamp! Mr. Opponent! Please do something! Sag mal, haben die auch die Playmat zensiert? Hat die nicht eigentlich eine... Die haben die Playmat zensiert, oder? Geht. Nevermind. Ein bisschen Cleavage hat sie. Ah, aber sie haben das Pentagramm immer noch. Das Pentagramm ist immer noch weg. Das Pentagramm ist immer noch weg. Ja, ja. Okay, Dark Magician Deck. Millennium-äugiges Opfer. Was ich brauche. Mhm.
Ne, die haben einfach nur Dark Magician Girl genervt. Ja, das sowieso. Okay. Ja, aber das haben sie auf jeden Fall, Kekse. Und grüß dich. Kiko. Kiko. Schiko. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ich meine, ich verliere ja ohnehin. Sofern ich jetzt keinen Cyberdrachen ziehe. Draw! Das ist natürlich ein richtig geiler Draw. Das ist natürlich ein richtig saftiger Draw. Das ist natürlich ein richtig saftiger Draw. Und mein Gegner kann die Karte da hinten nicht aktivieren. Ist wie immer ein Kurimo Cup geplant in der Zukunft. Sicherlich, ja. Sicherlich. So, zerstören. Ja doch, ist sicherlich geplant. So, Amoklaufdrache. A one, a two. Bam, bam, bam. Overflow! Pop! Pop! Tschüssikowski. Und dann können wir Cyberlast Fusion droppen. Für dich. Ups. Also da wäre jetzt eigentlich mehr drin gewesen. Ich habe zu früh abgebrochen. RIP. Ja, da habe ich zu früh abgebrochen. Egal. Ach, der kann nur Monster angreifen. Okay. Auto-Throw Game, der Moment. Ach, was für Throne. Ich hab den Gegner komplett rasiert. Gegen den Strich. Nein, Cyberdrachen wurden nicht undirt. Aber man kann sie immer noch spielen. Man kann sie immer noch spielen. Man kann sie immer noch spielen. Die sind zwar nicht mehr so gut, aber man kann sie spielen. Ja, schlecht sind sie nicht. Du siehst, man kann immer noch mit den PPGA sein und Spiele gewinnen. It works! Künstlerkumpel Trumpfmädchen. Ein Künstlerkumpel, ein Finster ist man seine Stufe 5 oder höher. Okay, Gatling Ghoul. Interessant. Das neue Dark Magician Deck würde ich mir auch gerne angucken. Mit dem neuen Dark Magician Support. Das sind alles Decks, die ich sehr gerne mal spielen würde. Vor allen Dingen jetzt demnächst irgendwann.
Es gibt auch so viele Decks, die ich gerne mal spielen würde. Ja, bei mir ist es eher die Zeit, die nicht da ist. Für die Decks. Musik von Alexis. Alexis Mirror Match, sagst du? Die Theme ist so nice. Auf jeden. Dünnen wir mal ein bisschen aus hier. Wie? Ich kann nicht in die Battle Phase im Turn 1? Scammers. Wendret. Ich hätte mal gerne mehr Support für schlechte Decks wie Dark World. Lass Dark World in Ruhe. Das Deck kannst du dir eh nicht leisten. Das ist eh zu teuer für dich. Das ist out of your budget. Da musst du als armer Student deine Niere für verkaufen. Ich habe es aber schon komplett in Duel Links. Dark World komplett. The fuck? Lüge. Nice lie. Ich würde meine Niere sofort dafür verkaufen. Oh Mann. Ihr spinnt doch. Einfach irgendwelche Organe verkaufen. Hat er noch eine Ritualkarte auf der Hand? Okay, ist gut für mich. Ein Batteriemann C-Deck. Theoretisch ja. Theoretisch. Cooles Zimmer, danke dir. Thank you, sir. Thank you very much. Einmal Gem Knight spielen, das wäre mein Traum. Weiß gar nicht, ob ich das kann. Ey, Brennstoff. Wunderschönen guten Tag auch an dich. Also wird das Deck jetzt noch auch, ein, zwei Duelle spielen, dann wechseln wir nochmal. Und danach muss ich eigentlich sogar schon wieder ins Bett. Satch. Satch, Edge, Badge. Schwupps.
Ein Backrow Removal, okay. Oh, Harpien. Okay. Harpien ohne Backrow Removal ist hart. Das ist stark. Ein Orakel. Backrow. Doppel Backrow. Triple Backrow. Natürlich stark. Das ist natürlich sehr stark. Es ist genau die Scheiße, auf die ich Bock hab. Yo! Für den Shebab. Für den Shebab. Vielen lieben, lieben Dank. Für die zwei. Ich hab's wieder in die Mitte gesetzt. Ah, RIP. Nevermind, der geht nach links. Kann jetzt auch wieder eine Karte bouncen. Jo, vielen lieben Dank für den Support, mein Bester. Dankeschön, Mr. Merti, für die 2 Euro. Erste Donation in diesem Monat. Dankeschön. Sehr appreciated, Mann. Der gute Merti. T. Der Banish, ne? Oh, shit. Skill ist aktiv, aber der bringt mir jetzt nichts. Schwalbennest, okay. Für die Parfümiererin. Egotist. Okay, kritisch. Und nochmal Schwalbennest. Oh no. Ja gut. Ja gut. Da konnte ich jetzt leider nichts machen. Das war ein guter Start. Das war ein guter Start. Da konnte ich jetzt leider nicht so viel machen. Das war einfach ein guter Start. Wie war das? Slash Sharp hier mit 3 Backrow-Karten. Das ist gut. Das ist gut. Da kann ich nichts machen. Da kann ich nicht so viel machen. Ja, Harpien sind stark. Gutes Deck. Wenn man Free-to-Play ist, würde ich auf jeden Fall in Harpien investieren aktuell. Die werden zwar mit Sicherheit gehittet zur nächsten Banlist, aber dann habt ihr jetzt erstmal am Anfang eure Ruhe und es ist auch kein wirklich teures Deck. Harpied. Ja, es ist Resident Sleeper. Aber es ist gut. Was willst du machen? It is good. So, und am Wochenende wollte ich ein bisschen die neuen Didi-Version üben. Nicht die Pepega-Stromberg-Version, die auch ohnehin auch wieder genervt wird. Die aber wahrscheinlich mit die beste ist.
Wir werden jetzt mal Meta Freak die Run spielen morgen. Und wie viel Uhr ist das, Nam? Hey, Mr. LOL. Na? Was? Au, 18 Uhr. Ja, da bin ich leider noch nicht zu Hause. Ich habe bis 7:30 Arbeit. Digital Bucks. Dann bei der MCS um 19 Uhr. Ist sie nicht erst am Samstag? Wenn die am Samstag ist, könnte ich vielleicht sogar mitmachen. Samstag. Hm. Dann könnte ich mir tatsächlich überlegen, ob ich nicht mitmachen möchte. So, der banished jetzt schon, ne? Aber die Liste ist zum Beispiel sehr beliebt. Ne? Ich glaube, die Kate hat heute ja ein Video gemacht. Und wenn man Stufe 6er kommt, kriegt man halt super easy den Rhino-Bus. Und der Rhino-Bus ist echt geil. Ist ja nicht umsonst auf 2. Hat ja seine Gründe. Okay, Kepler. With the witch. Okay. Declan bezahlt seine Steuern. He's paying tax. Okay, das ist strong. Ich müsste jetzt in der Lage sein, mein Chimera-Tag über Drachen zu droppen, oder? Müsste möglich sein, Moment. Und wenn ich den droppen kann mit 4000 Attack, also 5 Komponenten, kann ich Kepler angreifen und gewinne. So. Das bedeutet so viel wie... Erstmal Normals haben wir Cyber Dragon Core.
Jetzt habe ich aber keinen Cyberdrachen. Kann das aber so machen. Ja, gut, den Effekt hätte ich jetzt nicht aktivieren müssen. Egal. Effekt. Banish plus Banish. Overload Fusion 1. Den. Banish. Banish. Nein! Ah, nein! Ah, ich habe mich wieder verklickt! Ja, ich habe mich wieder verklickt! Ah, nein! Ich habe mich wieder verklickt! Mann! Ich wollte doch noch den einen reinnehmen! Scheiße! Hätte ich jetzt wenigstens den Contract auf dem Feld? No! Aber ich kann eh nicht angreifen. Weil ich Overload Fusion auf. Ich hab eh verkackt. Alles gut. Alles gut! Das sowieso gemisst, weil du Overload aktiviert hast. Ja, ich weiß. Aber ja. Was war denn meine Alternative? Moment. Ich hätte den Skill aktivieren müssen. Moment, warte. Ich aktiviere den Skill. Leg ein Overload Fusion aufs Deck. Normale Polymerisation. Bam. Amoklaufdrache. Effekt. Sein Contract einfach nicht poppen. Ja gut, okay, das wäre auch gegangen. Aber ich wollte den Overload. Warte, ich wollte den Dingens droppen. Den Überdrachen. Aber das hätte ich ja gar nicht machen können, oder? Overload Fusion nimmt doch auch Karten, die nicht gebanished sind, sondern auch welche, die ich kontrolliere. Genau. Dann normale Poly auf Amoklaufdrache. Amoklaufdrache Effekt. Discard, Discard. Overload Fusion. Die aus dem Grave. Banish, 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 Banish. Nochmal ein. Effekt. Tatatatak. Überlast, Cyberlast Fusion Effekt. Zack. Chimera-Tech Überdrache mit 5 oder 6 Komponenten. Das wäre es gewesen. Ja, Mann, ich hätte den Skill aktivieren müssen. So eine Scheiße. Das gibt's doch nicht. Oh, ich habe gebobbt. Ich habe gebobbt. Oder Easy Way, den Contract nicht poppen, klar. Bobby. Das ist mein Name. So, letztes Spiel. Jetzt will ich mich ja mal mit einem Sieg verabschieden. So, habe ich irgendwo überhaupt Backroll Removal? Sieht nicht so aus. Alter, Water XYZ ist so cool. Was kann die? Warte mal. Falls sie aber zerstört würde, kann sie stattdessen einnehmen, ne? Falls sie gerade ein Monster geht und sie Kampf zerstört. Oh, so, okay. Okay.
Ist das ein Sin-Game? Ich glaube, das ist ein Sin-Game, oder? Ja. Bam, 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 bam. Fisch XYZ. Fische sind cool. Aber wie wir alle wissen, sind Fische Freunde, kein Futter. Okay, Diva. Diva auf den Keck. Perfekt. Tschaußen, Diva. Mist. Das tut weh. Das tut richtig weh. Oh. Oh, das tut richtig weh. Dun 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 dun. Hätte ich den lassen sollen? Ja, das ist fein. Den kann ich da einfach liegen lassen. Dem macht er ja relativ wenig. Außer der hat noch eine Diva. Ach, der hat ja noch eine Diva. Die hat er getopdeckt, der Lümmel. Den hat er getopdeckt, der Lümmel! Also topdecken kann der Gegner gut. Muss man ihm lassen. Ne, ich kann nichts mehr machen. Overflow bringt mir auch nichts mehr. Ach. Das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr guter Draw. Das ist natürlich ein richtig, richtig geiler Draw. Da kann ich ja richtig viel machen aktuell. Ne, Overflow hätte mir auch nichts gebracht. Aber das Deck ist so cool. Das Deck ist so nice. Trash, da gehört es hin. Ja, die Liste ist vielleicht Trash, aber so, der Arc-Type ist nice. Der Arc-Type ist richtig cool. Naja, das war auf jeden Fall Cyberdranks. Wild.